Aber Deri, ich bin der Geiss Heim. Heute ist der 25. November 2020. Es ist ziemlich frisch heute. Minus 4 Grad habe ich davor gesehen. Die Scheiben vom Auto sind dick beeist. Und es heißt, dass die Sonne rauskommen sollte, aber im Augenblick ist noch alles neblig und naja, es flankelt so her, der Raureif fällt runter. Wir leben in ganz grausliche Zeiten, wie es glaube ich noch nie gegeben hat. Man kommt auf in der Früh, schaut sich die Zeitung an und denkt sich, ja, wo lebe ich denn überhaupt? Sind alle narrisch geworden? Deshalb möchte ich diesen Beitrag mit schönen Bildern beginnen. Da das Gefäßrad auf der Kasplatte. Das ist einer von den vorgelagerten Berge zur Donau hin. 1000 Meter ungefähr. So ähnlich schaut es da aus wie am Lusen. Auch der Storplatten durcheinander. Dann weiter runter, Hafer Halberstauern. Dann, wenn man weiterschaut, geht der Blick Richtung Westen, so ins Kammer, Rodingerland. Aber vorher sieht man da ein Nebel eingezwingt, Wolken vor der Donau. Ganz ein trüber Tag draußen, bis Menge Raffi muss alles zu sein, kein Brick als Sonne. Und da, wenn man über den ersten Berg drüber fährt, vor mir wird es Licht. Und dieses Licht werden, das darf man sich heute auch wünschen, im übertragenen Sinn für unsere allgemeine soziale und politische Lage. Aber nein, wie es ausschaut, wird diese Agenda durchgezogen. Und keine Ahnung, wann und wie das aufhören wird. Kann gar nicht mehr aufhören, weil die Leute dann alle narrisch sind. Man redet von zweiter Welle. So wie da die Nebelwelle, die da einer zwickt. Aber die gibt's nicht. Das ist eine Testpandemie. Die Tests sind zigfach ausgeweitet worden. Dadurch findet man natürlich mehr positive. Nur dieser Test, der kann das überhaupt nicht feststellen, ob jemand krank ist. Wir warten sofort wieder in Normalzeiten, wenn diese Tests abgeschafft werden. Ohne Tests keine Corona-Pandemie. Und wenn ich dann sehe, wie da heute in der Zwiesler Zeitung ein Doktor, der gar nicht unsympathisch ausschaut, mit Maske wirbt, Und da in einer halben Seite oder noch mehr sich ausbreiten darf. Dann kommt wieder in bestimmten Regionen Italiens und so weiter. Es ist immer der gleiche Mist. Und dass Corona eine Erkrankung bei alten und kranken Menschen ist, und dass 85% der Verstorbenen älter als 70 Jahre sind, Ziel muss es meiner Ansicht nach sein, die Gruppe vor einer Infektion zu schützen. Denn wenn Oma oder Opa infiziert werden, ist es ernst. Die Fallsterblichkeit liegt bei 80-Jährigen um die 10%. Ja, bei 80 Jahren ist er die Sterblichkeit eh da. Mit 80 Jahren hast du die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht. Aber das Schlimme, Herr Doktor, ist, dass du deine Leute Angst machst. Es müsste genau anders immer sein. Die alten Leute sind nicht nur wegen ihren Vorerkrankungen gefährdet, sondern vor allem, weil die Familien halt zerstört worden sind. Die Leute leben nicht mehr beieinander und die Alten haben viel zu wenig Kontakt mit jungen Leuten. Denn dieser Kontakt war wichtig, dass ihr Immunsystem ständig im Training sein kann. Und es muss trainiert werden. Aber wenn ich meine Enkel gerade alle heiligen Zeiten sehe, wie soll sie mein Abwehrsystem an denen ihre Sachen anpassen, die heute in der Welt gerade aktiv sind. Viel wichtiger war es, dass die
Generationen wieder zusammenkommen, dass Großeltern ihre Enkel auf die Schoß nehmen. Das Abwehrsystem kann natürlich nur gegen das vorgehen, was trainiert hat. Lieber Herr Doktor, ihr seid total voll Stroh. Dann gehen wir weiter, was ist da Neues? Ja, da schon wieder geht's weiter mit der Angstmache. Fast 1000 Menschen in Quarantäne im Landkreis Freiburg-Grafenau. Inzidenzwert um 330. Dieser Wert sagt aber überhaupt nichts über eine Krankheit aus. Ja, nicht einmal über die geringste Infektion. Und dass jetzt mit beginnendem Winter die Krankheiten wieder zunehmen, ist jetzt so das Gleiche. Man kriegt einen Katar, man kriegt einen Husten, man kriegt ein wenig Halsweh und so weiter. Das ist normal. Aber es macht einen Aufstand draus, es trennt die Leute und macht alle verrückt. Und das Schlimme ist, es sind Leute wie dieser Doktor da, der als Fachmann, als Vertrauensperson da mitmacht bei dem Gespräch. Sicher, es gibt nur Kollegen von ihm, die tun es nicht. Und er müsste es auch nicht tun. Und wenn ich ihn da sitzen sehe, mit seinem Plastikmantel und seine Plastikhandschuhe, dann wird man schlecht. Aber ich gehe eigentlich nicht gern gegen Einzelne vor. Es ist das System, dem sich aber gute Leute unterordnen, aus Karrieregründen oder vielleicht wirklich, weil sie es auch nicht besser wissen. Ich bin die Tage vor einem Supermarkt gestanden, meine Frau hat drin einkaufen und alle Leute haben Masken aufgehabt. Es war ein gespenstisches Bild, wie diese Leute daherkommen. Und da stehst du als Einziger ohne Maske vorm Geschäft, weil da ist so Gott sei Dank noch nicht vorgeschrieben. Und dann war eine Dame, die da den Lohn verlassen hat, gesenkten Kopfes mit ihren Masken, kaum ausgesehen. Und dann sieht sie mich ohne Masken. Man hat ihr direkt angesehen, wie das sich erschreckt hat. Ich bin mir vorgekommen wie ein Exhibitionist. Nockert ohne Masken. So weit sind wir jetzt schon gekommen. Naja, gehen wir weiter. Was haben sie in den Ring draußen? Vorbereitung auf Corona-Langlaufsaison. Der Karl Lauterbach, der hat jetzt gefordert, dass man allen Freizeitsport sperren sollte. Also nicht nur den in Hallen und so weiter, sondern generell. Es werden nämlich überall Impfzentren schon geplant. In den Ring darf deswegen kein Eislaufsport mehr stattfinden, kein Eisschießen und nichts mehr, weil da ein Impfzentrum reinkommt. Man geht selbstverständlich davon aus, dass sich die Leute impfen lassen wollen. Neben der Frage, ob der Impfstoff auch tatsächlich Mitte Dezember zur Verfügung steht, ist die Frage nach der Impfbereitschaft der Bevölkerung. Und da heißt es, dass die Impfdosen in 975er Gebinden geliefert werden. Ob du jemals so viel Leute zusammenkriegst, um ein Gebinde zum Verbraucher, noch dazu in einer kurzen Zeit, denn dieses Serum, das muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Bei einer normalen Tiefkühltemperatur müsste das Gebinde innerhalb von 3 bis 5 Tagen verimpft werden. Das heißt, pro Tag rund 250 Menschen geimpft werden müssen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Die bereiten da jetzt vor mit einem Serum, das überhaupt nicht den normalen Regeln entspricht, weil das dauert nämlich 5 bis 10 Jahre, bis sowas getestet ist, was aber eher Krampf ist, weil sich diese Coronaviren ständig ändern. Also du kannst nur gegen das impfen, was irgendwann einmal war. Das Ganze ist ein Wahnsinn von Anfang bis zum Ende. Ja, und die Behörden müssen mitmachen, ob aus Überzeugung oder aus Gehorsam, ich weiß nicht. Gehen wir weiter nach Niederbayern. Und da geht es jetzt dann an. Hui, bei der Corona-Verbreitung spielen Schulen kaum eine Rolle. Die Weihnachtsferien werden 4 Tage eher gestartet wegen Corona. Und da das Corona-Chaos ist zurück, Markus Söder, sind die Maßnahmen nicht scharf genug. Merkel pocht auf strenge Beschränkungen. Es wird einfach weitergemacht. Dazu gehört natürlich vor allem auch das Recht, sich zu versammeln, seine Meinung frei zu äußern und Protest anzumelden. Hohoho. Doch hier gibt es Grenzen, die allerdings zuletzt mehr und mehr überschritten wurden. Wenn Gegner der Corona-Maßnahmen mit Rechtsextremen marschieren, dann machen sie sich mit ihnen und ihrer Sache gemein. Die bunte, verschwörerische, wirre Bewegung wird mehr und mehr infiltriert. Und glaubt man dem Beauftragten der Bundesregierung, entwickelt es sich zu einem Hort des Antisemitismus.
Hier gilt es, die gefährliche Minderheit, die die Protestbewegung unterwandern will, nicht nur zu beobachten, sondern zu bekämpfen. Erinnert mich bis ans Dritte Reich. Eine Hetze. Und da geht es wirklich weiter. Judenhass bei Corona-Demos. Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung schlägt Alarm. Judenhass sei in vielen Kreisen wieder gesellschaftsfähig geworden und verbinde bei den Protesten politische Milieus, die vorher wenig Anknüpfspunkte gehabt hätten. Von Esoterik-Begeisterten über Heilpraktiker und Friedensbewegte bis hin zu Reichsbürgern und offenen Rechtsextremen. Antisemitismus äußere sich zurzeit vor allem in Verschwörungsmythen über angebliche geheime Mächte im Hintergrund. Und da das Selbstbild als verfolgtes Opfer ist und war ein zentrales Element antisemitischer Einstellungen. Mit dem begründet dieser Antisemitismusbeauftragte Klein seine Theorie. Also es wird genau das, was eigentlich auf den jüdischen Kulturkreis passt. Selbstbild als verfolgtes Opfer. Das wird jetzt auf die anderen umgelegt, dass die sich als verfolgte Opfer fühlen, weil im Hintergrund die Politik von irgendwelchen Mächten gelenkt wird, bei denen auch Juden dabei sind. Also sowas Hirnverbrennt. Sowas Hirnverbrennt. Also jede Kritik an Banken, an Konzernen, am Kapitalismus, an der Plutokratie, an der Oligarchie ist antisemitisch, weil er bei diesem Personenkreis Juden dabei sein kann. Meine kleine Presseschau, wie heute mit dem Wetter angefangen. Grau, eisig, Schneekriesel und gemütlich. Dann sind wir in die Hochlagen gefahren, über 1000 Meter. Und siehe da, da oben ist wieder klar, der Himmel ist blau, unendlich blau. Und im Tal unten liegt dieser verfluchte Nebel und legt sich auf die Kippe von den Leuten. Und da haben wir gedacht, das ist wieder Corona-Nebel, der die Leute niederdrückt, ihr Angst macht und sie verblödet. Und dann schauen wir aber, wenn man über die Wolken dann ist, über dem Nebel, da schaut dann Inseln raus. Und diese Inseln, die haben gleichsam Ebs wie Hoffnung, dass auch von unten Ebs durchkommen kann nach oben. Und dass sich die Täler nicht auf Dauer verblöden lassen. Die Grenze vom Nebi habe ich so noch nie gesehen. Wie angeschnitten. Der eine Wald ist hell, sonnendurchflutet und dann beginnt dieser kreisliche Nebel, der sich auf alles drauf liegt. Und wir müssen jetzt auch wieder rein. Bleibt uns nichts übrig. Und können wir Gott hoffen, dass wir den Nebel vertreiben können. Aber dazu werden wir Wind machen müssen.